Eigentlich bin ich ja nicht so fresh, weil ich nicht so gut geschlafen habe. Du bist nicht der Einzige, ey. Ja, du hattest ja auch wenig Schlaf. Ich war ja noch 2 Stunden früher am Schlafen, um 3, glaube ich. Oh. Das sind ja ganz viele. Geil. Ach, hier war ich doch. Oder ist das ein anderer Fahrradladen? Ne, ist die gleiche. Hä? Es war nur so ein Nebenraum. Bin ich jetzt auf dem Weg zurück? Oder Nein, du wie? bist einfach nur in dem falschen. Wo muss ich denn lang? Jetzt fragst du aber ja, keine Ahnung. Durchs Reden bin ich halt ein bisschen abgelenkt, weil das ist ein Problem. Ich habe jetzt auch. Jetzt so allgemein oder weil ich jetzt hier sitze? Wegen dir. Also ist jetzt nicht deine Schuld, aber ist einfach so. Beim Reden verliere ich halt den Faden vom Spiel so. Was ja nicht. Würdest du nicht sonst auch reden? Oder du würdest eigentlich nur über deine Gedanken reden, ne? Ja. Wo muss ich denn lang? Ich war hier unten. Hier bin ich runtergesprungen. Ach. Hä? Ja, dann geh einmal raus. Oder war das nicht kein Pflichtweg? Mhm. Okay, 2 Stück. Okay. Warst du hier schon dran? Nee. Im Tierladen war ich noch nicht. Okay, Und da dann. kannst du auch durch, ne? Ja. Ach, okay. Oh. Schämler sehen mich, ne? Ich weiß es nicht, ey. Bei den Dicken habe ich immer ein bisschen Schiss, weißt du, meine Muni zu verschwenden. Deswegen werfe ich immer Flaschen und renne dann an der Seite vorbei. Ganz schön ruhig dafür, dass da eine um die Ecke ist. Okay. Ich finde das immer noch voll geil, wie du lootest. Das war beim ersten Teil auch immer so geil. Du läufst vorbei an deinem Regal, du drückst einfach Dreieck die ganze Zeit und die packt dann immer so links, rechts, so aus dem, als, weißt du, so ohne das zu sehen, einfach schon hin. Wie ein Profi-Dieb. Sie auch hinten. Also so packt Ja, sie auch meine ich schon. ja, Ja, so. nicht Das nur so seitlich, sondern auch schon hinten. fand ich auch immer ganz cool. Du musst jetzt da hoch, ne? Ich muss hoch. Ich glaube schon, ja. So, okay. Ja. Ich würde aber gerne die Werkstatt noch finden, wenn es sich lohnt. Weiß nicht, die Werkstatt habe ich mir nicht einmal aufgeguckt. Ich weiß nicht mal, wo die ist. Ist das gegenüber da? Weiß nicht. Das hier sieht nach einem. Muss ich wieder durchs Gebäude, ne? Nee. Den Safe muss ich jetzt auch nicht öffnen. Pfeile. Das sagt mir ja dann schon, dass es einen Bogen gibt. Aber gab es auch im ersten Teil. Fällt mir jetzt gerade ein. Das ist jetzt keine Überraschung an dem Bild. Nee. Die können ja nicht die.
die Bogenfans einfach. Ich bin ein Bogenfan. Sei am Leben, Tommy. Wie war nicht so der große Bogen ging? Also ich meine allgemein, jetzt nicht hier in Last of Us. Hier fand ich die Mechanik sogar ein bisschen komisch. Machte Sinn, dass der Bogen da so zum Bogen macht? Ja. Yeah. Aber. Oh, shit. Ich fand nur cool, dass du halt die Pfeile wieder aufsammeln kannst. Ich bin ja so ein sehr sparsamer Mensch, was Munition und allem angeht, weil ich immer Angst habe, irgendwann kommt irgendwas, wo ich halt Munition aufmache. Ja. Ich hab's mir einfach abgewöhnt, weil ich. Fuck. Gott, bin am Arsch. Oh Gott, ich bin am Arsch. Bist du nicht gerollt? Okay. Das Gebiet scheint ja dann abgegrast zu sein, was Gegner angeht. Dann kann ich ja auch laufen. Ja, das ist gut, dass sie das auch andeuten. Oder man merkt ja auch immer, wenn es keine Gegner gibt. Musik? Ja. Die ist ja dann weg. So die Kampfmusik mäßig. Ansonsten gibt die auch immer irgendeinen Spruch. Mhm. Ich glaube, das war's. Im Zwischengebiet anscheinend. Nee, ich meine, was sie dann sagt, so. Ja. Ich glaube, das war's. Also, wenn keine Gegner mehr da sind. Krass, ey. Und dann schwimmen da noch solche Viecher drin. Ja. Kaulquappen. Geh rein. Dafür gibt's die Schiefmanns. Echt? Ich merke das auch nicht, ingame nass zu werden. Und dann aus dem Wasser zu steigen, so nass. Selbst ja. Ingame mag ich das nicht, so wenn die Füße nass sind oder so. Oder wenn. Du glänzt ja dann auch eine Weile. Ja, aber ich finde das jetzt. Selbst das machst du nicht? Nee. Hättest du mir keine Katze zulegen sollen, ey. Wieso? Seitdem hast du dich voll verändert. Wasser. Bleh. Schon immer. Albtraum, nasse Socken, Albtraum. Sophia kam jetzt schon öfter vor. Zweimal. Vorher schon einmal. Ja, warte. Okay. Okay, krass. Ja. Krass. Scheiße. Übel, ne? Ja. So sind Menschen halt. In so einer Welt. Das machen die halt so. So. Na nicht. Natürlich. Aber es macht in Amerika auch viel mehr Sinn, ey. Was? Das ist einfach überall Munition liegen. Mach das mal in Deutschland. Wer hat schon zu Hause Munition? Ja. Keine. Ist auch so. Auch so im in der Küche. Oh Gott! Oh, what?
auch so einfach in der Küchenschublade. So eine Packung Munition. Das wusstest du auch? Weil ich habe gesehen, wie du da an dem Kabel gezogen hast. Was? An Nein, deinem ja, Headset-Kabel. Oder war es ich wusste, dass Zufall? es jetzt auch kommt. So. Es ist halt, das Ding ist, es kommt aber sehr oft vor. Also zu oft für meinen Geschmack. Jumpscares? Ja. Weil sie dadurch halt billig kommen. Ja. Also sie kommen dadurch richtig billig. Ich habe jetzt den letzten Part ein und in diesem. Am Anfang waren die noch so ein bisschen sparsamer, beziehungsweise es waren keine Die sind. richtigen Jumpscares. Sie sind keine richtigen Jumpscares, aber es sind so. Die kommen erwartet und oft. Und dadurch wirken sie einfach billig. Oh, cool. Mit Trainingsanlage. So kann man Puppen auch nutzen. Hier wird kein Pfeil angezeigt. Okay. Hier so ein Bogen. Cool. Ich mag Pfeile. So. Hier geht's lang. Ach, hier ist noch ein Pfeil. Alles klar. Die Hunde wittern irgendwas am Hügel. Er ist da unten. Niemals. Er ist noch hier oben. Er hat gerade einen der Trucks hochgejagt. Sicher? Ja, verdammt sicher. Alle ausschwärmen. Es sind vielleicht mehrere. Oh, ein bisschen aufpassen, dann kann ich hier irgendwie kurz vorbei. Ja. Vielleicht bekommst du dann nicht das Massaker mit, was ich hier jetzt Kannst du veranstalte. gerne anrichten, wenn du möchtest. Du darfst so viele Leute umbringen, wie du willst. Geil, ey. Wo sind meine Pfeile? Fuck. Ich dachte, ich kann die wieder aufsammeln. Schere. Oh shit. Wo denn? Aber nicht. Wir sehen niemanden. Komm, Junge.
dafür. Krasser Killer. Nee, ich habe aber meine Pfeile alle verloren. Aber krieg ich noch. Krasser Killer krieg ich noch auf jeden Fall. Hä? Ich war doch gerade jemand. Ach, laber keinen. Hier drüben! Fuck you. Krasser Killer. Willkommen in Dark Souls. Ach, wie das aus dem Hals spritzt. Schön, schön in den Anker legen. Wo denn? Nice. Von wo kam das? Ja, geil, Hunde. Looten. Oh, da sind sie. Oh nee. Fuck you. Ach du Scheiße. Nice. Na gut, dann mach ich's mal ordentlich. Ach. Und Hunde. Oh, cool. Okay. Ich komme noch von hier, ne? Ja. Wow. Wo muss ich denn lang? Einfach geradeaus hier? Keine Ahnung. Von Haus zu Haus?
2? Nee, einer ist draußen. Er ist vorhin an mir vorbei. Du kannst ab einem gewissen Abstand auch rennen. Ne? Okay. Du kannst zum Beispiel einfach losrennen. Und packen. Ja, und dann schnell packen. Okay. Das ist manchmal sogar ziemlich sicherer. Ja, ich kann mich einfach mal in die Richtung so voran. Oh. Oh shit. Ja, geil. Kannst du auch als Schutzschild nutzen, ne? Ganz schön viele. Ups. Geil. Gleich hier. Fuck. Ich glaube, sie hat was. Ist das eine Spur? Jetzt würde ich weglaufen. Also, oder uns wegschleichen. Was mit dir, Digi? Soll ich dir einen Tipp geben? Ja. Kämpfe nicht. Das macht keinen Sinn. Auch komplett nicht? Nicht mal einzelne ausschalten? Kannst du natürlich ausschalten, macht immer Sinn, aber es macht keinen Sinn, wenn du vielleicht 2 gekillt hast, 10 Leute noch da sind, mhm, und die dich sehen.
bist ja sofort tot. Also gesehen. Drei Shotguns und bist weg. Dann haben die noch Hunde, alles. Ich weiß ja nicht wohin. Ich muss wahrscheinlich in die Richtung, oder nicht? Ja. Es macht so. Aufs Dach vielleicht. Aber es macht halt Sinn, dass du rennst. Weißt du, was ich meine? Nimm deine Beine in die Hand und renn weg. Was jeder normale Mensch auch machen würde. Unten runter. Unten. Den kannst du killen. Oh nein, 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 lass ihn. Ups. Super. Ich wollte die Tür zumachen. Ohne Scheiß. Ich dachte, das Dreieck wäre auf. Rote schnell den Scheiß. Links ist alles voll. Oder jetzt rennen, jetzt rennen, jetzt ist es zu viel. Unten bleiben. Da war alles voll. An Munition. Ja. Hä, was? Fuck you. Hätte gesehen. Ich will meine Jacke wieder. Geil. Hm? Links ist neben dem Hund. Was witterst du da? Oh. Ich sehe nach, was los ist. Halt dich. Wir überprüfen das. Los, Junge. Was ist denn lang? Ich glaube, ich weiß nicht mehr. Auf die andere Seite. Dach hat sie gute Vision, ne? So ist. Ja. Ich sehe dich! Das ist oh. Ohne. Mädchen! Ja, das ja wohl irgendwie. Renn einfach. Weg hier! Gott. Ach du Scheiße. Du sollst in der Szene rennen. Okay. Also okay. Du kommst nicht durch, um alle zu killen. Das glaub ich nicht. Mach sie fertig! Ist das so ein Shotgun oder so? Krasser Killer. Rechts, rechts. Oh. Okay. Okay. Auch nicht zur Seite schubsen oder so. Gibt's das? Einfach rennen. Ich bin nicht dran. Vielleicht bei denen nicht, das weiß ich jetzt gerade. Bei denen weiß ich jetzt nicht, ob ich da nicht gekommen bin. Aber ja, doch, wenn du ein bisschen wartest am Anfang und dann.
am Anfang ein bisschen wartest hinter dir, ja. bis die reinkommen und dann vorbei rennen. Und ich würde nur rennen. Das war's, Leute. Oh. Mach sie nieder! Bitch. Okay. Jetzt kann ich mich ausruhen kurz. Was? Was zur Hölle machst du hier? Ach nein. Dachtest du etwa, ich lass dich hängen? Okay. Cool. Wo ist Dina? In Sicherheit. Sie ist nur krank. Was hat sie? Nichts Schlimmes. Scheiße, das sind echt viele. Hey, bist du stark verletzt? Wird schon wieder. Meine Freunde haben mich überrascht. Ganz ohne Vorwarnung. Sag mir, dass du nicht allein bist. Reg dich später auf. Du bist so ein Idiot, das weißt du schon, oder? Ja. Okay. Siehst du den Truck? Das ist dein Plan? Wir müssen hier wegkommen. Okay. Bereit? Ja. Bitte sei vorsichtig. Okay, wonach suchen wir überhaupt? Eindringling. Ich hab den Link. Ich dachte, da war jemand. Schauen wir nach. Los, wie den Linken.
Fuck. Da, da sind sie. Rückt auf. Weggeknallt. Ups. Krasser Typ. Ich hole die Schlüssel. Ellie, hab die Schlüssel. Weg hier. Okay. Steig ein. Oh, ich hab keinen Muni mehr. Geile Szene. Ist cool, ne? Ja. Fand ich auch geil. Oh, kein Quicktime-Event, um das aufzutreten. Kommt ein anderer Mal. Oh, was? Würde ich nicht hinweg? Guck mal, obwohl das so Standard ist, ist es trotzdem voll gut gelungen, finde ich. Mhm. Dina! Hey. Guck mal! Oh mein Gott! Jess. Hey, Dina. Hey, alles okay? Ich brauche nur kurz zu schlafen. Wir sollten reingehen. Ja, okay. Bist du an Maria vorbei? Mich rausgeschlichen.
lass meine Freunde nicht im Stich. Du bist krank. Ein bisschen Bauchweh. Komm. Ein bisschen Bauchweh. Nee. Nein, nein, nein. Das musst du nicht machen. Sei still. Bist du aus Jackson weg? Oh nein. Die arme Ellie. Siehst du, was ich meine? Ach, mit den Situationen, die ja komisch sind. Unangenehm. Ja, genau. Aber sowas kommt öfter vor. Was sehr, sehr Gutes. Hörst du mir zu? Ja, alles gut. Okay. Also, diese eisige Stille. Mann, ich meine, ich würde meinen eigenen Geburtstag vergessen, wenn sie mich nicht erinnern würde. Du solltest dich einfach entschuldigen. Ich habe nur gesagt... Okay, was liegt an? Nichts. Wieso? Ich merke, wenn was nicht stimmt. Mir gehen Dinge im Kopf rum. Sag mir, wenn du darüber reden willst. Okay. Da sind Versprengte. Wie viele? Eine Handvoll. Pah. Pah, krasser Typ. Ja. Willst du es probieren? Geil. Bist du sicher? Zielfernrohrbruder. Stick eindrücken? Nee. Okay. Wo sind denn hier welche? Einfach schießen? Hör doch zu, hast du nicht zugehört? Nee. Ziel auf das Schild? Das? Ja. Schieß drauf. Du musst höher ziehen. Achso, ja. Okay. Und das lockt sie dann an. Aha. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Okay. Noch zwei. Erwischt. Ich mag das Teil. Ich auch, ey. Den Bogen finde ich ein bisschen zu krass, aber... Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es okay mehr. Okay. Ich mag es ja unrealistisch, wenn es gerade schießt. Sie halten sich im Winter gerne in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch, das hat. Sie haben wohl Hunger. Wo ist denn der Wagen? Runter. Runter? Da ist einer und dann rechts. Ich zähle noch drei. So, weiter rechts. Du hast Talent. Ich sehe noch rechts, zwei. Rechts, rechts, rechts. Hier ist der Ball. Ja, und dann runter. Hier ist irgendwo ein totes Tier. Ja. Ah. Ich hab's erst auch nicht gesehen, ey. Und man kann nicht rauszoomen, das nervt mich ein bisschen. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Oh, krass. Lass dir Zeit. Ja. Noch ein paar mehr.
gemacht. Nein. Oh, komm schon. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er See wieder anbrennen. Ist da noch einer? Ein guter Killer, aber ein schlechter Koch. Das passiert ihm echt jedes Mal. Haferbrei, ja. Suppe, Eier. Es sind. Noch einer? Ich sehe keine mehr. Ich habe auch keine mehr gesehen. Ja, ich auch nicht. Okay, sie auch nicht. Gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Cool, ey, neue Waffe. Das ist wohl das Upgrade. Her damit. Hey, danke. Genau. Wohl doch nicht. Klar. Ladies first. Ah, die haben mich auch damit gekriegt. Und dann dieses Her damit. Und dann so, wow. Eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Gibt keinen Grund zur Sorge. Ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo, Tschüss, okay? Okay, ich versuch's. Ach, das ist die Lodge, wo er umgebracht wurde. Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du... Wir besorgen dir neue. Er kann auch spielen. Ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird. Willst du wirklich nicht mit? Geh schon los. Erwartet. Nein. Logbuch. Ach so, das ist das. Hier? Nein, das ist jetzt noch ein Heft. Hey, was macht der Savage Starlight hier? Ich glaube, der gehört Joel. Oder guck dich ruhig um, aber da gibt es, glaube ich, nicht mehr so viel außer das Logbuch, was cool ist. Hier? Ja. Das ist die Stelle mit dem Logbuch. Ja, das ist die Stelle mit dem Logbuch. Okay. Ich will nur sicher gehen, dass ich alles habe. Okay, gut. Hätte ich nicht genau gedacht, ich wäre mitgegangen einfach. Mhm. Und er sagt, er erkundet alles, er hätte safe. Ja, ist vielleicht mit dir ein bisschen anders. Vielleicht liegt's an dir. Klingt okay, finde ich. Aber es gibt hier nicht so viel. Es gibt nur noch das Loch. Ja. Das liegt hinten auf dem Tisch. Schön. Hier? Hm. Nee, nee, warte zurück. Oh, die ganzen Schmutzfälle. Ich habe mich hier ein bisschen umgeguckt. Aber ich fand das ganz cool, auch die Aussicht. Ich habe mir vorgestellt, wenn es so ein Dings gibt, voll geil eigentlich. Mhm. Ja. Stell dir vor, du musst hier Wache schieben, voll geil. Hast hier dein Feuer. Ja. Naja. Ist rechts? Nicht links? Rechts? Achso, das hat sie nicht mitgenommen, okay. Auf den Tisch. Hier? Ja. Yeah. Ah. Freiwillig für diese Patrouille. Hier gibt's die gemütlichste Couch aller Posten. Ich setz mich ans Feuer, leg die Füße hoch. Hm, Magie. Nein, so wie jetzt.
cool. Das ist cool. Seiten kann man nicht. Nee. Das war's. Ja, ist cool. Danke. Das Logbuch fand ich cool. Okay. Ja. Ich mag schlechte Mama-Witze. Okay. Da haben die echt meinen Humor getroffen. Also, haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas... Voll cutten, deswegen. Mhm. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten, die... Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Okay, cutten, neuer Part.